Huch, Entschuldigung, Avery. Warte, da ist noch was. Kann ich bitte die Schränke auch wieder zumachen? Ich mache nur Unordnung hier. Warte. Ach so, ja. Das ist richtig. Das ist der Raum, wo wir reingekommen sind. Können wir dann mit ihr reden? Würde sie ihr nicht... Da ist sie ja. Mother. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes. But this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Oh Gott. Oh, siehste, wir müssen noch mal gucken, wie es denen gleich geht, den beiden. Oh, über die Familie. Mary besucht dich? Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Ja, wie soll sie das auch verstehen? Na? Wie soll sie das verstehen? Weil erst war er tot, dann haben sie ihn ja gesucht oder seine Leiche. Dann ist Mary auch einmal tot und... Ach. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you. Trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? Oh, God. And my grandson and my son-in-law? No. You're all gone. But you all still visit me from time to time. Oh, God. Das heißt, sie nimmt uns gar nicht richtig wahr. Fühlst du dich hier einsam? Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames. And then it happened. What happened, Johnny? Ich kam absichtlich nicht, nein. Ich habe mich verlaufen, könnte man eher so sagen, oder? Ich wurde angegriffen. Ja, dann macht sie sich noch mehr Sorgen und verwirrt sie noch mehr. Ich habe mich verlaufen. I lost my way. Somewhere between the boat and the house. My life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Hm, war das jetzt gut oder war das schlecht? Aber ich will sie nicht noch mehr verängstigen damit. Ich meine, die hat jetzt schon genug damit zu tragen. Okay, bei Marys Begräbnis. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Mhm. Wait. I think I went back once. Yeah. And you were there too. Mm-hmm. And Mary? Mm-hmm. No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Oh. Das ist so gemein, dass man ihr jetzt eher einreden muss, dass das alles nur ein Traum war oder Einbildung, obwohl es alles echt gewesen ist. Und, oh Mann, erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean, you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but...
He leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Das heißt, sie geht mit einer Vorstellung von ihrem verstorbenen Mann raus und verläuft sich. Na, großartig. Gut, wir fragen erstmal sowas hier. Arbeitest du an einem neuen Gemälde? Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Oh, sie süß. Kann ich etwas für dich tun? Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Wisst ihr, sie erkennt es. Alle anderen, mit denen wir reden, nicht so wirklich, aber sie erkennt es, was wir sind. Denkst du, ich habe dich vernachlässigt? Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. Ich bin eine Gefahr für dich. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Können wir gar nicht versprechen. Das war sehr voreilig von mir, aber... Das war jetzt so das Ein... Da hat das Herz jetzt gesprochen. Gut, im Moment können wir... Warte doch, wir können noch was für sie tun. Glaube ich jedenfalls. Ich versuch's mal eben. Sie ist gesund. Okay, was ist mit Avery? Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Oh, das ist so gemein. Okay, pass auf. Wir haben jetzt das. Hier ist Avery, der ist gesund und Emmeline ist gesund. Jetzt bin ich echt mal gespannt auf die anderen, die wir hier noch kennenlernen werden. Yes, Jonathan. Spending next summer in France. Absolutely. Why not? Wir können gar nicht versprechen, auf sie aufzupassen. Das ist das Doofe da dran. So. Oh nein, ist das Marys? Das könnte Marys Zimmer sein, mit den Blumen davor. Das wird dann wohl Mutters Zimmer sein. Und das hier ist unseres. Unterschlupf freigeschaltet. Jawohl. Okay. Auffüllen. Ah, ich habe zu wenig Schrot. Ich muss echt zusehen. Kleiner Schlüssel. Okay. Schlüsselleichenhalle. Schlüssel. Kleiner Schlüssel zu Aubrey Reeds Büro. Oh. Das wäre dann ja wohl der Vater, ne? Denke ich mal. Ist es das hier? Nein, es ist nicht. Aber wir haben draußen irgendetwas. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time. Oh, oh. Oder hier? Das ist es, alles klar. Das haben wir freigeschaltet. Und wo ist er hin? Das haben wir ja auch noch nicht rausgekriegt, oder?
Aubrey Reeds erster Brief. Anwesen der Reed-Familie, 4. April 1908. Mein lieber guter Sohn, wenn du diesen Brief erhältst, wirst du 35 Jahre alt und ich werde schon lange fort sein. Ich fühlte mich etwas töricht, dass ich dir einen Brief schreibe, den du erst in einigen Jahren lesen wirst. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich dir am besten schreibe, bis mir unsere Rätsel eingefallen sind, die ich mir für dich ausgedacht habe, als du ein Junge warst. Ach, wie du es geliebt hast, diese Rätsel zu lösen. Ich hielt es für eine gute Idee, dir ein letztes dieser Spiele vorzuschlagen. Es wird keine richtige Belohnung geben, dieses Mal also keine Süßigkeiten oder exotische Kostbarkeiten, wenn du es löst. Aber dafür gibt es für dich etwas wahrscheinlich Kostbareres, die Wahrheit. Das ist mein einziger Versuch darzulegen, warum ich die Familie ohne Erklärung verließ. Wenn du den Grund wissen möchtest, spiele einfach mein kleines Spiel. Es ist einzig und allein deine Entscheidung, mein Sohn. Glaube mir, ich liebe dich. Ich verspreche, dass die Familie alles für mich war und immer noch ist. Ich erinnere mich daran, wie ich deine Schwester und dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Meine Schätze, meine Juwelen. Immer wenn ich heimkam, erfüllte es mich mit solcher Freude, euch aufwachsen, spielen und lachen zu sehen. Ich hätte getötet, um euch zu beschützen. Mein Sohn, meine Tochter, meine Frau. Doch am Ende hat mich mein Schicksal eingeholt und ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. Es fiel mir am schwersten, ohne ein Wort zu verschwinden. Ich tat es trotzdem und schon bald werde ich endgültig verschwunden sein. Ich bitte dich nur... Ich bitte dich nicht um Vergebung, nur um Verständnis. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du dich nur daran erinnern, wie glücklich wir damals waren. Wenn du meine nächste Nachricht finden möchtest, denke an das grüne Gras und die großen Bäume an den warmen Sonntagen. Dein dich liebender Vater Aubrey Reed. I remember Sunday walks in the park. Aha. Also im Park wahrscheinlich, alles klar. So. Es ist ja jetzt schon wieder interessant und verdächtig und ein Hinweis, ne? Da ist noch was. Sonst noch irgendwas? Da liegt noch Kohle rum. 5 Schillinge, okay. Okay, das war's aber, ne? Ja. Wir können von unserem Zimmer aus auf den Balkon gehen. Schön wäre es, wenn es ohne Ladebildschirm wäre. Ah ja. Oben ist es abgestürzt. Wir können ja auch nichts freischalten. I cannot enter. Die Tür ist verschlossen. Da ist noch ein Safe. Okay. Interessant. Ist hier jemand was? So, können wir irgendwas machen? Müssen wir gar nicht. Wir haben von allem alles übrig. Und was... weiterentwickeln können wir auch nicht. Oh. Warte mal, ich kann sie von 344 auf 432. Eine 10er... 10, 15, 2. 10, 15, 2. 10, 15, 2. 458. Sie bleibt die bessere... Das bleibt die bessere Waffe. So, wir haben entweder, wir haben mehr Schaden, ne? Im Gegensatz zu 20 Schaden. Oh, wechsle zu Feuerschaden, der besonders bei Bestien und Vampiren effektiv ist. Ui. Weißer Phosphor, wo kriege ich den denn her? Okay. Auf 624. Errungenschaft freigeschaltet, Tüftler. Dafür brauchen wir die lilafarbenen Nieten. Ich habe mich schon gewundert. Wir können den Schaden noch erhöhen. Schockpunkte. Aber, entschuldige mal, das ist ja richtig gut hier. Wechsel zu Feuerschaden, da besonders bei Bessern. Na, das wäre doch... Aber hallo. Wir würden wahrscheinlich Schaden einbüßen, aber... Joi, wir brauchen Nieten.
Und ich habe die extra nicht gekauft, verdammt. So, die Lupara macht jetzt 624 Schaden, richtig gut. Ja, jetzt haben wir das natürlich nicht mehr, ne? Diese Möglichkeit, die auf den Schaden hochzubringen. Wir brauchen aber eine Alternative. Da wir davon ganz viel Patronen haben. Für die Parabellum zum Beispiel und für den Kleffer, ne? Aber ich glaube, den werde ich nicht aufwerten können. Da brauchen wir auch gute Abzüge für. Dafür könnten wir die noch gebrauchen. Da fehlt mir auch wieder was. Teil eines guten Abzugs. Tja. Nachladezeit. Aber wir können... Oh, wir können unser Schwert erhöhen. 220. Jawohl. Gerne doch. Schaden oder Ausdauerverbrauch. Können wir beides nicht, weil wir Aluminiumteile dafür benötigen. Aber immerhin. Jetzt machen wir nochmal ordentlich mehr Schaden mit dem Schwert. Wir könnten mal Just for Fun die Sachen hier aufwerten. Blutpunkte, Schockpunkte. Ich mach mal einen auf Schock. Ich versuch das mal. Verursachter Schaden, Ausdauerverbrauch. Schockschaden, Schockpunkte bleibt. Das ist einfach nur da der Unterschied. Weniger Ausdauer. Ja, und da brauchen wir schon wieder die guten Sachen für. Okay. Clay-Spy, abgenutztes Spy, abgenutzte Siege. Wo ist da der Vorteil? Weniger Ausdauerverbrauch, ne? Ja. Ja gut, dieses mit dem Schocken, ne? Das können bei solchen Waffen dann nochmal... Ich mache das einfach jetzt mal. Punkt aus. Das bringt, glaube ich, auch gar nichts, ne? Keine... Da war 18 Schocken, aber mehr können wir damit leider auch nicht machen. Also von daher bringt das ja nichts. Höchstens im Verkauf, wenn wir die Sachen verkaufen würden oder so. Ja. Durchschnittlicher Wiederverkaufswert. Die Uhr... Federn, Schrauben, warte mal, Ergotamin. Ich guck mal bei den Sachen, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Aber selbst das brauchen wir nicht wirklich. Die Sachen haben wir zu Genüge. Nelkenextrakt, Eisentartrat, Natriumchloridlösung, Codein, Kalium, Permanganat, okay, und Chinin, ja. Salicin, aber selbst das haben wir. Na, also, die Gabel würde Aluminiumteile bringen. Was? Eine Silbergabel? Warte mal, die brauchen wir. Brauchen die Aluminiumteile. Wofür war das? Für irgendwas hier. Zum Aufwerten. Nee, weißer Phosphor. Dafür nicht. Wir irgendwas zum Aufwerten brauchten wir Aluminiumteile. Hierfür. Wenn, dann will ich den Schaden erhöhen. Obwohl die geringere Ausdauer ist auch nicht schlecht. Aber ich hatte echt lieber 10% mehr Schaden als... Ja, hier. Ich finde das immer noch besser. Dafür nehmen wir das Ganze einfach jetzt mal. So, jetzt machen wir 240 damit. Mit der Waffe. Sehr gut. Ja, und alles andere. Na gut, uns fehlen noch etliche bessere Serien, aber... Wobei ich mich jetzt gerade frage, das eine Blutserum, was wir gekauft haben, könnten wir das nicht in unserem... Hätte ich das nicht auseinandernehmen können und erforschen können? Ja, das war's schon, ne? Haben Sie den Verstand verloren? Was wollen? Was? Wer redet denn hier? Das ist Avery. Und dann rennt noch unsere Mutter hier irgendwo rum. Aber wer sagt denn? Wer redet denn hier? Irgendwer Hilfe. Ja, klar, gerne. Wem darf ich denn helfen? Das ist ein Skull. Okay. Ich werde es bereuen. Boah, ich sehe nichts. Oh, die ist anfällig dafür.
für die Blutung. Uah. Ja, hier ist jemand, aber wo? Halt. Hier? Wer braucht denn unsere Hilfe? Irgendwer Hilfe. Ja, aber wo denn? Ich versuche ja zu helfen, aber wo? Ohne Pipeln. Tauchen hier die Schickimicki-Typen auf, ey. Hier hat doch jemand um Hilfe gerufen. Wer braucht unsere Hilfe? Ich will doch helfen, aber wo? Temple Garden, da waren wir ja jetzt gerade. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir hier wieder zu Hause. Wer braucht denn unsere Hilfe? Temple Garden Status. Hier waren wir ja auch schon, ne? Ja. Hier waren wir auch schon. Warte. Da, oh, da wird gerade was in Hilfe. Bürger in Not. Sternenkonstellation. Sprich mit dem erschöpften Mann und was? Sieh nach dem erschöpften. Eine Bürgermission. Wo? Genau hinter mir. Warte mal. Nimm mal, kann das mal da weg hier, diese Markierung? Kann ich da bitte mal. Danke. Okay, pass auf. Ich muss zurück. Den Weg zurück. Nach links. Nach rechts. Zurück. Okay, warte, pass auf. Run. Ja, run. Jonathan, run. So, jetzt nach links. Nach links und dann nach rechts. Irgendwie. Bürger in Not. Da komme ich nicht durch. Wo? Temple Garden. Jetzt muss ich nach rechts. Irgendwie hier. Ich muss irgendwie hier durch? Warte. Irgendwo hier. 19 Meter, ja? Aber wo? Hier drin? Wo ist das denn hier? Wo bin ich? Bist du das? Bist du der erschöpfte Mann? Sieht aus wie Dyson. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Na, vielleicht sehen wir ihn ja später wieder. Okay, dann auf Wiedersehen. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Also haben wir ihm jetzt geholfen, ja? Sternenkonstellation? Untersuchung erfolgreich. Hier wurde er gefangen gehalten? Wer hält denn... Warum? Nähere Informationen wären ganz toll. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Hier wurde er gefangen gehalten? Was? Die Ketzerei des reinen Blutes. Neues Sammelobjekt. Sollte ich das alles mal lesen? Ich weiß es auch nicht. Reines Blut, wir kennen den Ausdruck. Wir haben in den faulen Mündern der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet? Ein Vampir, der aus einem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn?
Der unsere ist eindeutig. Gentlemen, Ascalon beschützt das Weltreich und seine Bürger. Wir sind Schutzherren und Hirten, auch wenn wir manchmal Schafe für unseren Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen erliegt, ein untotes Kind zu zeugen, muss ausgerottet werden aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave Gründer. Ist das möglich? Es ist für Vampire möglich, Kinder zu kriegen? Sonst würden sie es ja nicht per Gesetz verbieten, oder? Obwohl, es gibt auch Möglichkeiten, ne? Oh, wir haben schon einiges gefunden, ne? Die Geschichte von Ascalon. Oder zumindest ein paar Sachen gefunden. Okay. Da ist noch Kohle. Sonst kann ich mit ihm aber nicht reden, ne? Are you sure you'll manage to reach the West End by yourself, Mr. Kimura? Yes, I'm perfectly capable of defending myself. We're not ambushed by insane cultists. Kultisten? Okay, ist gesund. Ihm geht's gut? Dann, ja. Goodbye, dann gut. Also haben wir ihm damit geholfen, ja? Okay, das heißt, wir können wieder raus. Kultisten? Dann können es die Priven-Typen ja noch nicht sein. Die würden wahrscheinlich ohne zu zögern einen umbringen. Okay, also dem Bürger an Not haben wir geholfen. Oh gut. Schön, dass hier noch jemand was zu lachen hat. Wo kommt das jetzt? Sind wir wieder hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal als nächstes zu Ascalon.